Shalom Freunde zum neuen Video mit dem cringen Titel. Doch hier ziehe ich mich mal tatsächlich aus der Verantwortung. Aber wir kennen es alle. Wir hören zu viel AK außer Kontrolle, wir gucken zu viel Spiegel-TV-Dokus und trotz christlichem Erscheinungsbild wollen wir den nächsten Obdachlosen überfallen, anzünden und anschließend anpinkeln, während wir dabei hämisch lachen. Da die Polizei in Deutschland nur in cuten Diesel rumfährt, brauchen wir etwas mehr Leistung, um vor denen zu flüchten, die sich eh alles gefallen müssen. Doch statt mal wieder einen eintönigen Samra-Song zu hören, wo es um Kippen, Lila und eine satanische Sandra geht, gibt es den BMW M4. Doch vorher schauen wir uns mal an, wie man ein Fahrzeug richtig kauft und das mit dem Sponsor des heutigen Videos, Carly. Als längerer Abonnent von G-Performance weißt du, dass du ein Audi A5 3.0 TDI brauchst, um als besserer Mensch durch die Welt zu gehen. Um sicher beim Kauf zu sein, benötigst du den Adapter von Carly. Das ist ein Diagnosetool für euer Handy, das euch trotz zwei linker Hände dabei hilft, den Zustand des Fahrzeuges zu prüfen. Ihr schließt den Adapter an, verbindet euer Fahrzeug ganz einfach über die App und Carly prüft den Zustand des Fahrzeuges. Euch springen diverse Fehler kurz raus, die ihr dem Verkäufer um die Ohren hauen könnt. Damit könnt ihr entweder den Verkäufer in Erklärungsnot zwingen oder haltet Abstand vom Fahrzeug, wenn die Fehlercodes zu kritisch sind. Selbst wenn ihr der Meinung seid, das Internet gelöscht zu haben, hilft euch Carly sogar bei der Recherche zu diesem spezifischen Fehlercode, um Abhilfe zu verschaffen. Carly hat auch die optionale Smart Mechanic Funktion, mit der euch geholfen wird, die Reparaturen selber durchzuführen. Eine Art persönlicher Mechaniker, aka Betreuer. Nachdem ihr dem Verkäufer deutlich gemacht habt, wie viel er und sein Fahrzeug euch wert sind, könnt ihr mit der Individualisierung beginnen. Ihr könnt ganz einfach Dinge kodieren, wie zum Beispiel Nebelscheinwerfer und Zeitmarker als Tagverlicht einstellen, Komfortblinken und automatisch anklappbare Außenspiegel. Je nach Modell unterscheidet sich das aber. Ihr könnt die Start-Stop-Automatik deaktivieren, eure Lichter kodieren für bessere Optik, digitalen Tacho anzeigen lassen und so weiter. Holt euch den Carly-Adapter mit diesem Rabattcode. Link ist in der Videobeschreibung. Es ist super nützlich und hilft euch. Mich hat Carly letztens auf der Autobahn gerettet, weil mein Getriebe der Meinung war, in den Notlauf zu schalten. Fehler ausgelesen, gelöscht, Neustart und es ging wieder normal weiter. Genug vom Geringverdiener A5, weiter zum M4. Den M4 gibt es seit 2014 und der gilt als Nachfolger vom M3 E92. Der M3 war bisher immer für uns asozialer gemacht und BMW genoss daher eine schlechte Reputation, da Fahrer eines BMW M3s in der Regel Sadisten sind, die ihr Fahrzeug warm fahren, indem sie beim Kaltstart Vollgas geben. Der M4 sollte also eine Art Imagewechsel darstellen. Trotzdem blieben die Grundattribute traditionell und der BMW M4 bekam wieder eine Reihe Sechszylindermotor mit 3 Liter Hubraum, der in der Competition-Variante sogar für 450 PS sorgt. Ehrenwerte Abonnenten dieses Kanals wissen, dass ich auch mal vor ein paar Wochen einen hatte und daher aus eigener Erfahrung sagen kann, dass der Müll ist. Zumindest für den Alltag. Mein wöchentlicher Besuch zur Prostata-Untersuchung ist angenehmer als das Fahrwerk davon, wenn man in Berlin damit rumfährt. Trotzdem hat der M4 seine Daseinsberechtigung, da die Lenkung ausgelegt ist für Rennstrecken-Ronalds, die zu viele Compilations gesehen haben auf YouTube, wo irgendwelche zugekoksten Kinder von oligarchen Russen durch St. Petersburg driften, weil sie intim mit Putin-Brust-Vladi sind. Selbst ohne Tuning kriegt man den M4 in knappen 4 Sekunden auf Tempo 100 und dank der Biturbo-Aufladung sind die Leistungssteigerungen von über 500 PS ganz einfach möglich per Chip-Tuning. Das bedeutet, man kann driften, schnell fahren und Knorke aussehen im M4, den es im kaufbaren Zustand bereits für knapp 40.000 Euro gibt. Man erkennt dem Fahrzeug an, ob es gehasst wurde oder der Vorbesitzer objektophil war und Liebe damit gemacht hat. Denn die Sitzwange nutzt sich schnell ab und das sieht man, wenn man kein Stevie Wonder Roleplayer ist. Als ich den hatte, war ich noch eine zarte Blume, die zum Fitness ging und kam trotzdem dauernd ran. Ansonsten ist das größte Problem die sich lösende Zentralschraube der Kurbelwelle, wo es zum Motorschaden kommt und BMW sich gerne nicht in der Verantwortung sah, wie ein Vater, der sich vor 20 Jahren Kippen holen wollte. Ansonsten gab es eine Warnhaus-Rückrufaktion, gerne eine defekte Ölpumpe, Kolbenringe und defekte Injektoren. Der BMW ist ein Symbol für Integration. Die Besitzer kann man schwer einordnen. Es kann ein Aktien-Mehmet, ein Teledin-Tobi, ein Urin-Uwe oder einfach nur der Allerwelts-Detlef aus Reinickendorf sein. Der M4 ist vielschichtig und bedient sich keinem klassischen Klischee. Der BMW M4 eignet sich perfekt für Verfolgungsjagden mit der Polizei, weil die bestimmt nicht hinterherkommen würden. Wenn ihr aber einen auf Kudamraser machen müsst, dann stellt euch schon mal ein, dass die Polizisten euch dann mal mit einem RKO aus dem Auto ziehen und per Dropkick in die Zelle treten. Richtig klischeehaft wird es mit dem Audi RSX. Irgendwie ist das Lieblingsfahrzeug für Diebesbanden aus Berlin, die entweder meist ins Gebäude reinfahren oder als Fluchtauto nehmen. Der RSX sieht optisch so geil aus, dass man damit das Privileg erhält, Anlaufstart Gleitgeld zu nehmen, unabhängig von der Situation natürlich. Meist nehmen die zwar die Vorgängergeneration mit dem V10, aber man muss ja das Überraschungsmoment nutzen. Dementsprechend ist der RSX C7 so männlich wie Männer Jeans Shorts. Den Audi RS6 gibt es auch nur als Avant. Das ist klingonisch und soll Kombi heißen. Bei BMW heißt es Touring, bei Mercedes T-Modell und bei Lexus hieß es sogar einmal Sportcross.
Es ergibt sich daraus nur eine klare Linie. Und das ist, dass die Namensgeber der Nadel im Arm haben und sich Dinge ausdenken, um sie komplett aus dem Zusammenhang zu reißen. Jedenfalls hat der RS6 ein 4 Liter V8 Biturbo mit 560 PS. B heißt, keine Kompromisse eingehen zu müssen, egal wie man es dreht. Wenn man den Onkel Hubert macht und den Wagen an einer intimen Stelle kitzelt, dann kriegt man 700 PS raus ohne Probleme per einfaches Chiptuning. Es gibt auch Menschen, die explizit 666 PS wünschen, nur damit sie sagen können, ich bin eine Bad Bitch. Anspucken und weiterfahren lautet hier die Devise. 22 Zoll Felgen sehen beim RS6 äußerst köstlich aus. Doch da dieser Wagen ja nur für einen Zweck gemacht wurde, macht das keinen Sinn, wenn er danach eh angezündet wird. Für den Fall, dass es nicht der Fall ist, empfiehlt sich eine Miltec Abgasanlage, die dann ungefähr so klingt. Ein gutes Modell kriegt man schon ab 45.000 bis 50.000 Euro und theoretisch jucken dem Fahrzeug auch keine allzu hohen Kilometerstände, da der Motor eigentlich recht standfest ist und nicht viele Probleme bekannt sind. Entweder ist dieser Motor super oder die Besitzer keine raffgierigen Tunichgute. Da Frauen mit monetären Penetrationshintergrund auf Sterne stehen, gibt es jetzt den Mercedes E63 S AMG. Das klingt für einige wie eine unnütze mathematische Aussage. Satz des Pythagoras, Alter, ich hab seine Mutter Ab 2013 bekam man auch nicht SUV-AMGs Allradantrieb. Als 63S hatte er ab Werk 585 PS aus dem zweiten AMG-Motor mit 5,5 Liter V8 Biturbo. Bis 2012 hatten die Motoren Probleme mit der Steuerkette. Ab 2013 gab es bereits eine verbesserte Version der Steuerkette mit Rückschlagventilen, wo die Steuerkette erst bei frühen sechsstelligen Tachoständen fällig wird. Aber AMG steht eben nicht umsonst für Ausländer mit Geld. Dank dem Allrad ist der AMG bereits ab Werk in 3,6 Sekunden auf Tempo 100 und macht erst bei über 300 km/h Halt. Dementsprechend kann man damit ganz locker vor der Polizei abhauen und als Tarnung das Auto wie ein Taxi bekleben und weiter Fahrschulautos in der Stadt anhupen, weil sie eben zu langsam fahren. Mit Glück sind sie in der Fahrprüfung und dürfen sie dann nochmal machen, weil sie Panik kriegen. Die Tiefverlegung, 20 Zöller und Auspuffrohre fallen auf Berliner Taxen eh nicht so auf, da es nicht das erste Taxi wäre mit einem komplex beladenen Fahrer. Mit diesem Mercedes symbolisiert man Stärke, Unabhängigkeit und er sieht nach einem Backstage-Pass für betreutes Wohnen aus. Das ist ganz wichtig heutzutage. Anders als beim Audi RS6 gibt es den E63S als Kombi und als Limousine. Beides bereits im kaufbaren Zustand ab ca. 40.000 Euro. Doch wie finanziert man sich den als Kleinganove, der bisher nur alte Frauen abgezockt hat und nur eine 50%ige Erfolgsquote aufweisen kann? Ganz richtig, indem man sich nachts von Mamas zu Hause rausschleicht, um als Stripper zu arbeiten. Je nach eigener Hemmschwelle hat man das Geld schnell zusammen. Wenn man bedenkt, dass dieses Fahrzeug bis vor einigen Jahren nicht unter 125.000 Euro neu zu kriegen war, geht das eigentlich in Ordnung. Doch kommen wir mal zu etwas, was weniger nach steuerlicher Interessensgemeinschaft, auch als Ehe bekannt, aussieht. Dodge Challenger SRT Hellcat. Ja gut, den gab es im vorherigen Video schon mal, aber das ist mir nun mal egal. Den Challenger gibt es bereits seit 1969. Ein ereignisreiches Jahr, worauf ich wohl nicht näher eingehen muss, warum. Die aktuelle dritte Generation gibt es seit 2008 und davor lief der letzte Challenger 1983 vom Band. Das war im Prinzip ein Mitsubishi und die Zeit der Krise in Amerika, wo Sprit auf einmal teurer als ein Besuch im Stammbordell war, wo die Lieblingscousine gearbeitet hat. Dementsprechend gab es auch keine V8-Motoren mehr. Doch genug unnützes Wissen, wir sind hier ja nicht in der Schule. Jedenfalls änderte sich das mit dem V8 ab der dritten Generation wieder. Dodge misstraute seinen pro-Inzest eingestellten Kunden und gab für das Fahrzeug zwei Schlüssel heraus. Ein schwarzer Schlüssel, wo es auf nur 500 amerikanische PS limitiert ist und einen zweiten Schlüssel in Tamponrot, um die volle Leistung freizuschalten. 717 PS bringt der Dodge Challenger Hellcat auf die Straße aus einem 6,2 Liter V8 Kompressor aufgeladenen Motor. Ein Auto, das aussagt, ich arbeite auf dem Bau, obwohl man nur Bier holt. Man muss aktuell nur mindestens 60.000 Euro hinlegen und einen Nachweis, dass Familienliebe großgeschrieben wird, um das sein eigen nennen zu dürfen. Ein stolzer Preis für etwas aus einem Land, wo die Leute ein gutes Restaurant anhand der Anzahl der Soßen ausmachen. Unter Umständen kann es hier drin etwas beengt sein, weil nicht mehr als eine übergroße Goldmünze reinpasst. Für mehr oder weniger denselben Preis kann man sich allerdings denselben Motor antun im Dodge Charger. Der hat sogar 4 Türen und ist sogar noch weniger in Europa vertreten. Das hat damit zu tun, dass es kein klassisches Muscle Car mehr ist. Der Dodge Charger wird als Regierungsfahrzeug in den USA genutzt.
Es wäre also eine leichte Ironie dahinter, wenn man dieses Fahrzeug für kriminelle Machenschaften nutzen würde. Den Dodge Charger gibt es so seit 2005. Vorher war der Charger allerdings ein Muscle Car, das 1966 erstmals auf die Leute losgelassen wurde. Bis 1974 sah der Charger sogar noch enorm dope aus. Allerdings wurden über die Jahre die Muscle Cars eher zu schlaffen Schwellkörpern. 2005 wurde daraus dann eben eine Limousine im Mittelklasse-Segment mit Army-typischen Vibes. Das heißt, sehr viel Plastik. Uns interessiert aber das Facelift seit 2015, das enorm gut gelungen ist. Doch eher trifft Future einen Ton, als man sich so etwas holt. Wir brauchen etwas mit mehr Platz und genauso viel Understatement. Etwas, was ebenfalls kein Mensch auf dem Schirm hat und womit man auch auf andere herunterspucken kann. Den Underdog von Jeep, der Grand Cherokee Trackhawk. Der Trackhawk macht sich gut, wenn man Frauen als Abschleppdienst sieht, wenn man mal wieder besoffen ist und zwischen dem Mülleimer nackt aufgesammelt werden muss. Der Trackhawk hat 710 PS und für einen 2,4 Tonnen schweren Superfettsack ist das doch ganz schön viel. Das hat damit zu tun, dass er den gleichen 6,2 Liter V8 Motor verbaut hat wie die eben erwähnten Dodges. Damit ist es auch nur halb so unangenehm, wenn man den Jobcenter-Betreuer für das Hartz IV in der Shisha-Bar antrifft. Der Wagen schluckt zwar 17 Liter, aber dafür gibt es ja zum Glück einen 93 Liter Tank. Das reicht bis zur Landesgrenze, wo man für 1,30 den Liter wieder voll tanken kann. Mit dem Grand Cherokee hat Jeep versucht, einen auf edel zu machen, was denen auch irgendwie gelungen ist, nur eben für amerikanische Verhältnisse. Für uns Europenner ist das leider viel zu viel billiges Plastik. Trotzdem sind es Amis und die sind nicht dafür bekannt, auf Maybach-Niveau zu sein. Wie es SUVs so an sich haben, ist viel Platz im Innenraum, wo theoretisch auch ein goldener Buddha reinpassen würde. Oder eben die eigene Frau. Probleme mit dem Motor wird man vermutlich wenig haben, da die Steinzeittechnik sehr plump gehalten ist und aus einer Zeit stammt, wo Pythagoras noch nicht für einen DJ gehalten wurde. Das größte Problem wird hier zwar nicht die Polizei sein, die einen verzweifelt versucht, einen einzuholen in ihrem witzigen 2.0 Diesel, sondern bekiffte Ökofritzen mit schlechtem Mundgeruch, die einen campen. Insofern ihr auch kurz vergessen konntet, dass eure zweite Hypothek auf eure Wellblechhütte abgelehnt wurde, dann liked das Video, kommentiert mehr Themen, die euch im Kopf rumschwirren, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke für mehr Cringe und Talk auf Automobilbasis, bevor ich euch angreifen muss.